Carlos? It looks like our roles have been reversed from when we originally met, huh? Don't worry, Jill. This chapel is safe. I've been infected by the virus, haven't I? Hey! Take it easy. I'm okay. Don't feel any pain. But that's what bothers me. If I can't feel anything, then what does that mean? Don't give up, Jill. I'll take care of you. Whatever you do, don't let that virus beat you. If I turn into a zombie, don't hesitate. I want your word that you'll kill me. Das werden wir nicht zulassen. Ja, jetzt sind wir als Carlos unterwegs, als Carlos Olive, haben ein Maschinengewehr, haben eine Handfeuerwaffe und drei Farbbänder. Davon werden wir eins jetzt auf jeden Fall mal sowas von nutzen. Überhaupt gar keine Diskussion. Und ja, hat gerade gesagt, ne, der 1. Oktober, hat sie so in Gedanken gesprochen. Also jetzt in der Zwischenzeit wären jetzt die Ereignisse von Resident Evil 2 passiert. Und ja, wir müssen jetzt ein Heilmittel für Jill besorgen. Haben sie hier in dem Uhrenturm gebunkert. Diese Szene ist im Remake auch ein bisschen anders. So, und wir hauen hier schnell ab. Im Remake bringt Carlos sie ja direkt ins Krankenhaus. Wir müssen jetzt unseren Weg uns dahin freikämpfen. Und das ist schon mal ein sehr schlechter Start. Das ist ein verdammt schlechter Start. So, wir gehen hier schnell raus. So, müssen, glaube ich... Ja, zu dieser Glocke müssen wir, glaube ich, jetzt hin. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Kann auch nicht mehr so viele Wege hier nehmen. Hier ist so ziemlich alles eingestürzt. Unter anderem auch die Treppe, die uns nach oben führt. Da seht ihr es. So. Denn, ja. Der gute Carlos, der kann diese Glocke da verschieben. Das wäre dann da hinten durch zu dem anderen. Oh, da liegt noch was. Hatte ich beim letzten Mal übersehen. Das ist eine weitere Postkarte. Das sind doch diese drei Uhren. Eine Postkarte von antiken Uhren. Ja, die haben wir schon aus der Nähe begutachtet und auch schon bedient. Der folgende Vers ist aufgedruckt. Gib deine Seele zu der Göttin. Leg deine Hände zusammen und bete vor ihr. Ja. Hängt davon ab, wer dein Gott ist, ne? Naja. Gut, dann... Das war der Raum... Genau, da ist die Truhe. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Wir waren ja gerade erst bei einer. Ja, komm, gehen wir da erstmal weg. Ist auch nicht ganz ungefährlich, weil wir haben ja keine... Wir haben jetzt ja unsere Jill-Ausrüstung natürlich nicht. Also die ganzen Heilmittel, die wir mit ihr haben. Das heißt, müssen natürlich umso vorsichtiger sein. Oh Gott. Och du Scheiße, Mister Scheiße. Ja, Mister Scheiße, so könnte man diese Viecher da auch nennen. Hätte ich nichts gegen. Aber gut. So. Genau, können wir jetzt verschieben und dann können wir hier raus und das müsste dann auch der Weg zum Krankenhaus sein. Ach, da warten auch noch so ein paar dämliche Sachen auf uns, auf die ich nicht so viel Bock habe, aber... Naja. So, an dem Moment, das ist schon der Weg in den Park, aber macht nichts, dann können wir das Fass da nutzen. Das Fass. So. Geht doch. Den nehmen wir auch noch mit. Oh Gott, und noch einer. Und so im einfachen Schloss zu. Okay, da brauchen wir den Dietrich. Zeigt auch schon, dass wir hier möglicherweise später mit Jill vorbeikommen.
Na gut, dann gehen wir mal ins Krankenhaus. Das ist natürlich im Remake auch enthalten. Sieht da eine ganze Ecke anders aus, aber... Naja, die Stimmung ist recht ähnlich, wie sie auch hier ist. Ein stabiles Schließtor ist geschlossen, ja. Ihr fahrt zur Gesundheit. Zur Gesundheitsversicherung. Krankenversicherung. Ja. Was ist da? Ah ja. Oh, scheiße. Ja. Die guten Freunde sind hier auch. Sind aber zum Glück mit unserem Maschinengewehr nicht so gut vertraut. Sodass wir die damit eigentlich auch ganz gut niedermähen können. Und sollten. Oh, und rote Kräuter, das ist schon mal cool. Auch wenn wir keine grünen haben. Aber die Zeit wird hoffentlich kommen. 80% ist noch. Das ist in Ordnung. Sonst ist hier weiter nichts. Ich da noch was? Ist alles ordentlich aufgeräumt, ja. Wie man es nimmt, ne? Also die Theke ja, mit den toten Ärzten und Söldnern hier würde ich mal eher sagen nein. Aber, ja. Hauptsache die Theke ist aufgeräumt. Das ist ja schon mal alles im Reinen. Nun denn. Ah ja, ein Speicherraum. Nichts Verdächtiges. Aber da ist doch was. Das ist ein Erste-Hilfe-Spray. Das ist verdächtig gut. Legen wir auch erstmal beiseite. Grünes Kraut wäre jetzt nochmal was Schönes. So. Ah ja, das sieht... sieht nicht nur aus wie Farbbänder, sind welche. Nichts Seltsames hier. Ja, besser für uns. Und das ist unsere Ausgangstür. Irgendwie in diesen Schubladen noch was versteckt. Verschiedene Medizin sind hier platziert. Nee. Na gut. Oh, ich habe gar nicht das... Ja doch, die Farbbänder können wir erstmal weglegen. Ich lasse mal das Erste-Hilfe-Spray im Inventar drin für den Fall, dass wir in die Scheiße geraten und kein grünes Kraut finden oder sowas. Und das wäre dann unsere Ausgangstür. Nutzen wir sie. Gut. Das ist ein blaues Kraut. Okay. Ja, stimmt. Ich glaube, diese Hunter könnten uns auch sogar vergiften. Sein Nacken wurde von innen nach außen herausgezogen. Da ist was. Ah ja. Pistolenmunition. Ja, auch gut. Das sieht doch wie die Karte aus, oder? Ja. Krankenhauskarte in Silent Hill habe ich sie vergessen. Hier nehme ich sie mit. Und da blinkt uns doch noch etwas an. Das ist ein Kassettenrekorder. Ah ja. Das kennen wir auch noch aus dem Remake so ein bisschen. Auf dem Kalender sieht aus wie eine italienische Flagge. Nicht fertiggestellter Kaffee. Ja, das ist schon mal super ekelhaft. Würde ich glatt mit dem Gewehr drauf schießen. Stimmerkennungs... nee, wollen wir nicht drauf drücken. Wir wollen... Achso, müssen wir das gar nicht hier so nutzen. Dann eben so. Ah, jetzt müssen wir es wahrscheinlich auswählen. Ja, okay. There also appears to be a slight fracture in his right arm just below the elbow. However. Ah, perfekt. Sehr gut. Ja, im Remake müssen wir ja da erst so eine Sprachaufnahme mit diesem Tape Recorder machen, damit wir durch dieses Spracherkennungsschloss durch können. Ist hier ein bisschen einfacher. Also, wir müssen auch noch entscheiden, auf welche Etage wir wollen. Wir gehen mal als erstes in den Keller. Bringen wir das Schlimmste als erstes hinter uns.
In jedem Survival-Horror-Spiel ist der Krankenhauskeller immer der schlimmste Ort. Weiß man. Deswegen machen wir das hier als erstes. Und ja, finden einen langen Weg in eine gut gesicherte Tür. Da muss doch irgendwas Interessantes hier sein. Ja, zum Beispiel haufenweise Reagenzgläser. Beakers. Beaker ist, glaube ich, eine Schnabeltasse, oder? Flask ist ein Flakon. Beak, also Beak heißt ja Schnabel, also vielleicht sind es Schnabeltassen. Ich bleibe jetzt mal einfach dabei. Vielleicht sind es auch Reagenzgläser. Große Vorsicht ist geboten, wenn man mit Chemikalien umgeht. Ja. Grundregel Nummer 1, ne? War wirklich nichts hier. Oh! I had no idea. Another guinea pig was still alive. What are you doing? Have you lost your mind? Sometimes it's easy to forget one's loyalties. Just like that traitor. You mean the guy who shot you? Yeah, you know him. The one with the gray hair and the ugly mug. I can't believe he had the guts to shoot me. That traitor! You mean Nikolai? Das ist eigentlich Tyrell hier eher, oder? Ist der immer hier? Ich weiß es gar nicht, weil ich kann mich erinnern, im Remake gesagt zu haben, meine ich, dass Tyrell ein neuer Charakter ist, den man fürs Remake gemacht hat, aber der Typ sieht, also er hat jetzt nicht gesagt, er heißt Tyrell, aber er sieht halt genauso aus wie er. Also, bin gerade ein bisschen verwirrt. Habe ich wohl immer Scheiße erzählt im Remake, als ich da mal bei der Aufnahme habe ich, glaube ich, gesagt, dass das ein neuer Charakter wäre. Naja, egal. Was auch immer ich gesagt habe, es war bestimmt Schwachsinn, wie vieles. Aber gut. Hochpräzisionsmikroskop. So. Ist natürlich vorprogrammiert, dass die irgendwann da aus diesem Tank ausbrechen. Ich meine, das ist ja nur dann eine Frage nicht ob, sondern wann. Was das auslöst. Und wir nehmen mal eine Medium-Basis mit. Oder eine Medizin-Basis, könnte man auch sagen. Grundstoff für ein etwas Medizinisches. So, ah ja, und eine Gebrauchsanweisung. Medizinische Gebrauchsanweisung, wohlgemerkt. Umbrella Medical Service Nordamerika Division Douglas Rover. Um den Synthetisierer für die Kultivierung des Impfstoffes zu aktivieren, folgen Sie bitte den folgenden Prozedere wie aufgelistet. Ach, das ist bestimmt überhaupt nichts Unkompliziertes, was jeder Zivilist machen kann. Ist ja klar. okay, erstens genug Energie an das, mit das System mit genug Energie versorgen. Zweitens, dass die Medium-Basis auf das Gerät stellen. Also das klingt schon mal ein bisschen einfacher. Es sei denn, hier ist jetzt gerade Stromausfall. Wenn das Gerät bereit ist, dann können Sie mit der Mixtur des Impfstoffes Medium starten. Um den Impfstoff zu mixen, brauchen Sie die Kontrolle der 5 Hebel. Dadurch wird sichergestellt, dass die 2 Anzeigen auf oder ab oder zunehmen. Wenn Sie die zwei Anzeigen einstellen, so dass sie in der Mitte anhalten, wird das Mixing-Medium automatisch produziert. Okay. Schwere Kost. okay, ja, das ist dieser Scheiß. Das wird auch wieder so ein bisschen Ratespiel. Genau, das ist die Stromversorgung neben den Kultivationstank. So, wollen wir mal einschalten. Jetzt lassen wir leider da das Wasser ab. Die da drin sehen noch ein bisschen anders aus als die Hunter, die wir in der Eingangshalle gesehen haben. Aber okay, so, da können wir jetzt hier diese Basis reinlegen. Ja, jetzt müssen wir das so einstellen, dass beide Hebel in der Mitte stoppen. Das ist und wird mit Sicherheit ein großer Spaß. Das wird auch wieder nichts weiter als ein langwieriges Ratespiel.
Da ich keine Ahnung habe, wie man das hier einstellen muss, um die beiden genau in der Mitte zu haben. Im Moment sind wir ziemlich weit davon entfernt, auf jeden Fall. ah ja, genau, da unten sind ja auch noch Hebel, ne? Below. Können das wahrscheinlich nicht alleine mit den drei hier oben regeln. So, da haben wir noch A und B. Nee. Das ist B, der nimmt da noch mehr weg. Okay. Nee, das geht immer mehr in die falsche Richtung. Ja. Sieht nach einer Menge Spaß aus, auf jeden Fall. oh Gott, was passiert gerade? Ich hoffe, wenn das komplett in eine Richtung geht, dann geht nicht irgendwie eine Bombe hier hoch oder so, wie gerade bei dem guten Tyrell. Ich nenne ihn jetzt mal einfach so. Ich weiß nicht, ob er auch hier so heißt. Ja, und wie er ja auch gesagt hat, der gute Nikolai scheint ein Verräter zu sein. Ja. Ich habe auch eher den Eindruck in der letzten Session, dass der eigentlich tot ist, aber anscheinend wohl nicht. Naja gut, ist jetzt erstmal nicht unsere Sorge. Wir haben jetzt eher die Sorge, dass wir mit diesen Hebeln hier herumspielen und ich hier nicht wirklich irgendwie Fortschritt mache. Oh Gott. Ja, obwohl, jetzt sind wir zwar knapp dran, aber irgendwie auch nicht. Nee. Nee. Hm. Nee, überhaupt nicht. Was sieht denn die. Okay, wenn die alle so gestellt sind, dann ist die eine Anzeige da komplett leer. Aber ich glaube, dass mit solchen Überlegungen daran zu gehen, dafür haben wir irgendwie zu wenig Hinweise, als dass das wirklich irgendwie was bringen könnte. Hm. Oh Mann, haben wir jetzt nicht bald irgendwie mal schon alle Kombinationen durchprobiert? Oder ist es jetzt gerade einfach nur Pech, dass ich die eine Kombination, die ich meine, noch nicht genutzt zu haben, die ich ständig jetzt hier übersehe, dass genau die richtige ist? Kann das sein? Ich weiß es irgendwie gerade nicht so richtig.